Du hast jetzt also mit iRacing angefangen und wunderst dich, wo die ganzen Infos auf dem Bildschirm sind und irgendwie diese kleine Blackbox ist einfach nur komisch und nichtssagend für dich? Dann helfe ich dir weiter. Nun ist es also so, dass im Laufe der Zeit, in der ich jetzt iRacing fahre, mich ein, zwei Leute fragen, was ich immer für ein Overlay benutze. Ich habe mich jetzt also durch die meisten Overlays durchprobiert und bin bei einem hängen geblieben. Und zwar iOverlay. Ich finde iOverlay super einfach, total simpel gestrickt. Das Ganze ist for free und bietet mir persönlich ein Feature, was ich total feier. Was musst du denn jetzt machen, um iOverlay zu bekommen? Bei iOverlay ist es so, dass du in deren Discord rein musst und dir dort eine Lizenz requesten musst. Diese Lizenz bekommst du dann zugeschickt und wenn du die Software installiert hast, kannst du deine Lizenz hier reinhauen. Und dann bist du eigentlich ready to go. Um dir jetzt alles zu zeigen, starte ich ganz kurz mal iRacing und dann gehen wir das Ganze hier kurz mal durch. Wenn du jetzt also im Auto drinne sitzt, wirst du gleich hier feststellen, dass an der Seite der Limiter bzw. die Eingaben vom Lenkrad oder Pedale mit den Graphen was Neues sind. Wir haben ja normalerweise nur diese Blackbox hier, wo man sich durchklicken kann und alles mögliche Zeug einstellen kann. Das heißt nicht, dass die Blackbox irgendwann obsolet ist, weil du kannst hier trotzdem noch deinen Boxenstopp einstellen und die Reifen. Aber es fehlen halt gewissermaßen ein paar Informationen oder kleine Helferchen. Und da kommt iOverlay ins Spiel. Denn wenn wir uns jetzt mal die Software öffnen, kannst du hier an der Seite sehen, dass du sehr, 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 sehr viele Overlays mit einfügen kannst. Beispielsweise benutze ich sehr gerne für mich auf dem Bildschirm das Relative. Und das Relative zeigt mir Informationen an, die wir so bei iRacing nicht auslösen können. Um das zu verschieben, musst du einfach nur F6 drücken. Und wenn du F6 drückst, einmal verschwindet das Overlay. Wenn du es nochmal drückst, siehst du, tauchen hier solche Fenster auf. Wenn ich dir jetzt beispielsweise hier mal mein Relative reinziehe oder beispielsweise mein Fuel Calculator oder beispielsweise meine Track Map und das Ganze nochmal mit F6 bestätige, dann siehst du, was ich für Overlays habe auf einem anderen Bildschirm. Du hast jetzt, wenn wir anhand des Relatives mal reingehen, die Möglichkeit, dir beispielsweise die Uhrzeit anzeigen zu lassen, die Streckentemperatur, wie stark jetzt hier das Feld ist, oder du kannst deine Bestzeit einblenden lassen und deine persönliche letzte Runde. Und dann gibt es hier allerhand weitere Informationen noch, die du normalerweise im Relative nicht findest. Nicht nur mein Name und die Startnummer oder welche Platzierung ich gerade habe. Nein, mittlerweile ist es sogar möglich, dass du dir anzeigen lassen kannst, welche Reifen die anderen Fahrer benutzen. Das ganze Rating und Safety Rating. Bei mir steht hier sogar jetzt noch, wie weit die Leute von mir entfernt sind. Also das Delta, meine letzte Runde und die schnellste Runde plus auch noch meine Incidents, die ich hatte. Und das kannst du alles in iOverlay einstellen. Wenn wir jetzt hier beispielsweise mal auf Relative klicken, siehst du dieses Fenster und du kannst dir hier erstmal einstellen, was ich dir immer empfehlen würde, wie viele Fahrer du vor dir und hinter dir siehst, weil das bestimmt, wie groß das Overlay am Ende wird. Dann kannst du sagen, du willst es sehen, wenn du im Auto bist, wenn du Spotter bist und wenn du außerhalb des Autos bist oder du willst das sogar in der Garage sehen. In der Garage habe ich das ausgemacht, weil wenn wir jetzt mal beispielsweise hier rausgehen, wenn wir jetzt also in die Garage gehen, siehst du ja, dass hier alles verschwindet, weil wir wollen ja nicht, dass hier unsere Informationen beispielsweise abgedeckt sind. Des Weiteren könnten wir jetzt auch sagen, wenn wir aus dem Auto raus sind, verschwindet das. Und dann seht ihr ja schon, dass das Overlay da auch weggeht. Bei mir ist es jetzt nicht von Relevanz, weil es auf einem anderen Bildschirm ist. Das ist schon mal ein sehr schönes Feature bzw. eine Einstellungsmöglichkeit, die natürlich in allen anderen Overlays auch drin sind. Ich möchte das hier nur kurz für dich zeigen, falls du nicht weißt, was das bedeutet. Und jetzt können wir das ganze Ding noch customizen. Und hier kannst du alles Mögliche wieder einstellen, was du denn brauchst und was du gerne sehen möchtest. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, du kannst das auch alles sortieren. Wenn wir jetzt gerade hier die Position, die ist jetzt nach hier gerückt, wir können das alles verschieben, einstellen, customizen und so hindrehen, wie wir das gerne haben wollen. Dann siehst du hier, gibt es zwischendurch auch nochmal den Settings-Button.
Und bei dem Settings-Button verstecken sich auch immer mal ein paar schöne Dinge. Und die kannst du für dich selber auch noch einstellen. Dass du jetzt sagst, du willst beispielsweise im Qualifying kein Solid Background haben. Das heißt, das wird dann halt durchsichtig. Du kannst ja auch einstellen bei iRacing, dass du siehst, wer gerade spricht. Das heißt, hier vorne entsteht dann so eine kleine Sprechblase und dann siehst du, wer gerade redet, damit du das zuordnen kannst. Das kannst du natürlich auch alles an- und ausmachen. Also wenn du dich hier durchklickst, kannst du eine Menge einstellen. Dasselbe gilt auch für die obere Leiste, das ist der Header. Dort kannst du auch alles einstellen für dich und customizen. Also bei mir zum Beispiel hier ist am Ende der Incident Count, nicht? Oder das SOF, also Strength of Field, wie stark das Feld ist. Track Temperature, you get it. Und du hast auch die Möglichkeit im Footer, also das ist die untere Leiste, kannst du das Ganze auch noch einstellen, wie du das für dich brauchst, nach deinem Belieben. Und das Ganze kannst du für alle möglichen Overlays, die hier drin sind, einstellen. Beispielsweise, wenn ich jetzt meine Inputs nehme, die habt ihr ja eben gerade schon gesehen, da könntest du auch was in den Footer und in den Header machen. Oder hier, wie bei mir jetzt in dem Fall, ich habe hier nur mein Gear und Speed, die Input-Bars und Steering Wheel drin. Das habe ich aber auch nur für den Stream, damit der Stream sehen kann, was ich mache. Beispielsweise, wenn ich jetzt reingehe, seht ihr das ja jetzt hier, ne? Ihr seht jetzt hier meine Eingaben, die ich tätige. Und ihr seht auch, ob ich lenke, wie ich lenke, die Gänge etc. pp. Das ist dort auch alles drin. Und das kannst du alles in diesem Programm einstellen. Wenn wir jetzt beispielsweise in die Trackmap reingehen, kannst du auf der Trackmap, kannst du dir auch die Autos anzeigen lassen, welche Klasse da drin ist, gerade für Multiclass, ne? Wenn ihr jetzt beispielsweise, ihr fahrt in den 24-Stunden-Rennen und dort sind mehr Klassen. Ich persönlich habe das jetzt für den Stream immer nur auf meine Klasse reduziert, weil das wären einfach irgendwann gigantische Overlays und ich wollte auch nicht meinen linken Bildschirm beim Fahren rammelvoll haben, weswegen ich das hier bei mir beispielsweise im Standings-Tab, also der bei mir jetzt hier nicht an ist, aber wenn ich jetzt mal hier reingehen würde und die Standings für Streaming anmachen würde, dann habe ich immer drei Fahrer, die ersten drei Fahrer habe ich drinne, drei vor mir und hinter mir und dann hier Other Class Drivers at the Top, da könntest du jetzt beispielsweise 10 eintragen und dann würdest du alle Fahrer aus dem Rennen bzw. Multiclass-Rennen sehen können. Und so kannst du dich hier an der Stelle komplett durchhangeln und dir ein wahnsinnig tolles Overlay schaffen, was ich persönlich total interessant finde, weil dir das Ganze nämlich for free angeboten wird. Du musst hier nichts bezahlen. Du kannst, wenn du möchtest, und das ist freiwillig, kannst du dort einen Kaffee kaufen. Also du kannst quasi ein Trinkgeld dalassen. Und das würde ich euch auch ans Herz legen. Das ist eine einmalige Sache. Ihr kriegt eure Lizenz trotzdem. Aber ihr wisst ja immer, wie es ist. Die Leute geben sich so viel Mühe. Da kann man denen auch mal, wenn man mal einen Taler übrig hat, dem was zustecken. Und jetzt würde ich euch gerne noch mein liebstes Feature zeigen von iOverlay, was mich komplett abgeholt hat, als ich das rausgefunden habe durch Hinweise von euch da draußen. Und zwar ist das nämlich Race Control. Und Race Control ist einfach so unglaublich mächtig, also für mich als Content Creator, als auch als Fahrer, dass man hier auf der rechten Seite alle Incidents sehen kann, die in deinem Rennen passiert sind. Das heißt also, falls in irgendeiner Runde irgendwas passiert sein sollte, könntest du sagen, du machst einen Filter an und dann sagst du, du willst alle Crashes haben. Und dann tauchen hier alle alle Crashes auf, nicht nur von dir, sondern alle von dem Rennen. Und du kannst einfach draufklicken und in iRacing springt der sofort dahin im Replay. Und das Geile ist, du könntest jetzt einfach sagen, ich will dann wieder zurück zu mir und ich hätte gerne Far Chase und du sagst, your car live, dann könntest du einfach auf dein Car gehen und dann wärst du instant wieder auf deinem Auto. Oder du sagst hier, du gehst auf live. Oder alle Autos, die hier drin sind, die kannst du alle anklicken und dann kannst du einfach durchgucken mit den vorgefertigten Einstellungen. Und dieses Feature finde ich so fantastisch und möchte mich selber als Content Creator dafür bedanken, dass das da drin ist, weil das macht so viele Dinge so viel einfacher, um am Ende sich alles nochmal anzugucken und aus den Sachen zu lernen, die auf der Rennstrecke passiert sind. Und das ist iOverlay. Und iOverlay ist ein fantastisches Tool, damit du da draußen nicht nur eine nackige schwarze Blackbox hast,
sondern alle Informationen, die du brauchst, wenn du nicht unbedingt ein super puristischer Fahrer bist und einfach alles nackt haben möchtest. Ich wünsche dir sehr viel Spaß beim Rumexperimentieren. Und dann würde ich gerne mal die Leute da draußen fragen, die schon ein bisschen länger fahren, was benutzt ihr für Overlays? Benutzt ihr selber iOverlay? Und für was nutzt ihr diese Overlays? Das würde mich wirklich mal brennend interessieren. Schreib mir doch diesbezüglich mal einen Kommentar. Dann möchte ich mich bedanken, dass du dir das Video angesehen hast. Vielleicht sehen wir uns im Livestream auf Twitch. Vielen Dank. Lasst euch gut gehen. Habt einen wunderschönen Tag. Ciao, Kakao.